Hallo, da bin ich wieder. Ja, es geht weiter. Ich drücke mal die 3. Wir haben ein bisschen Minus, aber. Oh ja, oh Gott, oh Gott, um Gottes Willen. Einlieferung. Zwei Stück. Nee, warte. Da habe ich mich jetzt verdrückt oder was? Wir müssen bis 50. So, Entschuldigung. Bis 50, zwei Stück. Wir dürfen da noch kommen. So, wir haben kein Geld, aber das macht ja überhaupt nichts. Wir machen jetzt nämlich den Einsatz. Und dann. Ach, das zählt ja zusammen. Das ist natürlich schlecht. Wenn das so zusammen zählt. Obwohl die nicht. Machen wir mal so. Ich hoffe mal, dass die dann alle rübergehen. Sieht schon mal sehr gut aus. Aber wir brauchen noch ein paar Patrouillen hier. Die haben jetzt natürlich kein Wasser. Ah, gut, die kann ich noch kaufen. Hab wieder ein bisschen Geld. Das ist immer gut. Habe ich schon. Hab ich auch schon. Versorgung, Fragezeichen. So. Dann sollte das eigentlich laufen. Hier kommen dann die schlimmeren Fälle hin, sage ich mal. Wie machen wir denn jetzt weiter? Wir müssen bis 100 kommen, ne? Aber wir haben viel zu wenig Geld, Freunde. Wir haben viel zu wenig Geld und das klappt ja immer noch nicht. Kann man denn noch irgendwie, außer mit Zeit vielleicht. Was haben wir denn? Werkzeuge reinigen. Fertigungsanlage ist auch teuer. Das kriegen wir auch, glaube ich, erstmal nicht hin. Panzerwesten Taser. Brauchen Sie einen Überwachungsmodus? Das können wir doch machen. Was müssen wir denn da noch machen? Erhöhen Sie die Zahl Ihrer Sicherheitskräfte. Welche Sicherheitskräfte? Normale Sicherheitskräfte. Also auch die hier. Mal gucken. Sieht gut aus. So, dann müssen wir hier mal wieder gucken. Und das sollen wir die beiden wählen. Das machen wir auch. Natürlich für euch nochmal zum Gucken. Taser. Ermöglicht ihren bewaffneten Wachen das Tragen von Tasern. Bla bla bla. Die schießen dann mit Tasern. Und ist dann besser. Und Panzerwesten ist halt, dass die besseren Schutz haben. Jetzt können wir noch Informationen. Machen wir auch mal. Ja, das ist ein bisschen zu teuer. Das will ich aber gern haben, weil dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Panzerwesten, Taser, das wird freigeschaltet und dann kriegen wir 20.000. Das reicht immer noch nicht für Steueroase. Gut, Freunde, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen Fundament in die Hand nehmen. Und uns hier einfach mal was hinbauen. Die brauchen Zugang. Eigentlich brauchen die keinen Zugang. Ich mache mal hier provisorisch eine Tür rein, weil hier kommen nachher die Wände raus. Die Wände. Gut, die müssten dann eigentlich auch eine eigene Kantine haben, weil die hier zu klein ist. Aber das ist dann wieder alles teuer, ne? Das mit dem Geld. Das mit dem Geld. Über das Geld. Seid einfach zu teuer.
Ja gut, da können sie schon mal nicht mehr abhauen, würde ich sagen. Strom gehört hierzu, den lege ich mal so blöd darunter. Gut, dann brauchen wir noch mehr Zellen. Wir brauchen mehr Zellen. Durch mehr Zellen kriegen wir mehr Bewohner, hätte ich fast gesagt. Hier. Gemeinschaftszellen. Wie wär's denn mit Gemeinschaftszellen? Habe ich doch hier bestimmt auch gar nicht drauf, oder? Naja. Dann kommen die hier zum Sicherheitstrakt. Normal Sicherheitstrakt. Machen wir erstmal die Wände hier wieder weg. Die brauchen wir nicht. Hier muss auch keine Tür mehr hin. Hier muss alles weg. Hier muss auch keine Tür hin. Die können wir für später nochmal wieder verwenden. Jetzt müssen wir nämlich normale Gemeinschaftszellen benutzen. Nicht die anderen da, wo ich jetzt nicht hinkomme, weil ich tatsächlich habe eine Schlafseele, sondern ne, die anderen. Ihr wisst. So, dann machen wir mal Zweierlücke zwischen. Und von dieser Seite auch. Ich weiß nämlich nicht, wie das jetzt aufkommt hier. Das kommt nämlich nicht auf. Das habe ich mir nämlich schon was gedacht. Das machen wir so. Gut, baut meine fleißigen Helfer. Baut. Ah, so. Ich habe mich gestärkt durch einen Schluck Wasser. Also ich reiche die Duschen für beide Schlafsieger und ich sollte, glaube ich, hier auch noch duschen. Na, unser Bade wieder ab, wette ich mit dir. Was ist denn mit Duschen hier? Das sind nicht Duschen. Da sind die Duschen. Ja, was ist denn mit Duschen? So, dann auf die Seite reicht das natürlich in den dummen Hof rein. Wenn ich das so mache. Sieht das erstmal komisch aus, aber ich versuch's mal so. Vielleicht klappt das ja. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Das klappt ja anscheinend gar nicht. Ich verstehe immer noch nicht warum. Das habe ich letztes Mal schon gehabt. Ich lasse das nochmal laufen. Obwohl, wir müssen ja nachher auch wieder eine Tunnelsuche machen. Das ist immer wichtig. Eine schöne Tunnelsuche. Geht nichts über eine schöne Tunnelsuche. So, hier sollte ich nicht lang gehen müssen wollen, was auch immer. Hier kommt eine Wand rein. Genau, Versorgung brauchen wir noch. Dann machen wir keinen Schnickschnack. So, das reicht. Und auch hier müssen wir erstmal wieder sagen, das ist der Normalsicherheitstrakt. Da darf kein anderer. Hier, er ist tot, er ist in der Mitte. Nein. Wir haben noch ein bisschen Geld. Wir bauen nochmal eine Gemeinschaftszelle auf die andere Seite. Das machen wir genauso, wie ich sagen. Oder? Ja, komm. Geht genauso gebaut. So, erstmal weg. Damit hätten wir 81 erstmal. 81. Was wäre denn herum? Ist noch ein bisschen schneller hier. Was ist denn das hier? Das ist ja so eine halb abgegebene Aufgabe, aber es sieht ja schon mal so. Ich mach die Duschen, glaube ich, auf, oder? Mach ich die auf? Ist schon ziemlich voll in der Dusche. Ich warte erstmal, bis die da raus sind, glaube ich. Und dann gucken wir mal, wo genau die Mitte so halbwegs wäre. Der kriegt das hier auch anscheinend irgendwie nicht fertig. Das ist ja traurig. So, was haben wir denn hier noch? Das haben wir, das kriegen wir irgendwie nicht hin, ich habe keine Ahnung, und dann können wir doch wieder was Neues machen, oder nicht?
Die Ernährungsstudie. Die mache ich jetzt mal wieder weg. Keine Ahnung, was ich da verkehrt mache. Falls das jemand weiß, ihr wisst, ab in die Kommentare. Ja, jetzt sind nur noch so Sachen. Ich glaube, ich habe ja schon fast alles hier quasi. Ich mach mal das hier. Und wir machen mal wieder eine Tunnelsuche. Da findet man ja so allen möglichen Kram. Obwohl, was heißt das? Entfernen Sie den Vorrat an gestohlenen Werkzeugen. Wo kann ich das denn entfernen? Verstehe, was ich mitbekomme? Anscheinend nicht. Ich glaube, da muss man irgendwas Besonderes für machen. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nie aus. So, haben wir denn da noch mehr Gefängnisse? Wir haben da noch mehr Gefängnisse. Aber die sind größer. Und die müsste ich dann dahin machen. Okay, warte, die Dusche ist fertig. Die Dusche ist erstmal wichtiger. Wir haben hier zwei Dinger. Die Wand muss weg. Und ich glaube, machen wir mal eine gefließte Wand. Ich glaube, die muss hier hin. Oder? Hier sieht doch richtig aus. Können wir natürlich nicht, weil hier alles auf dem Weg ist. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Und dann können wir jetzt auch die gefließte Mauer hier einmal reinklatschen. Und hier war das ja. So. Ach komm, was soll der Geiz? Hier alles gefließt. Hier fließt, geschmiest und so. Gut, Duschköpfe können wir noch ein paar anbringen, würde ich sagen. Weil damit auch wirklich alle duschen können. Das ist natürlich wichtig. So, hier einer, da in der Ecke möchte ich keinen haben. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Boden. So, hier kommt der weiße Fliesel hin. Und natürlich, nicht zu vergessen, weil die sonst meckern die ja da rum. Gut, dann haben wir auf dieser Seite die Duschen, die dann auch für normaltraktige Leute sind. Das ist scheißegal, aber und das ist für unsere normalen. Der Gemeinschaftsraum ist einfach erstmal für alle. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Gut, da kommen noch Dinger hin. Warum sind hier keine Wachen? Weil die schon wieder weg sind. Dann müssen wir mal so einen Wachgang machen. Obwohl, das lohnt sich noch gar nicht. Warte. Dann machen wir erstmal vier Leute hin. Mit da immer welche sind. Gut. Wir haben ja fast 100. Ich brauche da nur noch vier Stück. Vier Plätze. Könnte ich theoretisch natürlich noch hier hin machen. Kann ich noch vier Stück hin machen. Ich habe mir überlegen, ob ich das tun soll oder nicht. Ich könnte natürlich auch. Also die sind so groß. Da wären genau zwei zwischen. Das wäre doch eigentlich perfekt. Komm. Nicht lang überlegen. Einfach machen. Und dann nehmen wir hier natürlich unsere Ziegelwände, die eigentlich Betonwände sein sollten. Na gut, haben sie jetzt ein bisschen Glück, dass sie schönere Wände haben. Also diese Ziegelwand sieht das schöner aus als eine Betonwand. Ich glaube, das ist sicherer einfach nur als Umgebungsmauer für ein Gefängnis. Gut, hier wird hier vorgespult. Hier ist immer noch kein Wasser drauf. Warum? Da soll Wasser drauf. So. Nee. Einmal fehlgeschlagen. Warum? Da
ist ja nicht so, dass man hier nicht hinkommt, oder? Sehe ich das gerade falsch? Auf jeden Fall können wir jetzt 100 Dinger, 100 Gefangene. Oh, das geht noch höher. Okay. 5000 zahlen, 20.000 bekommen, hört sich immer gut an. Das ist auch fertig erstmal. Ja, sieht doch ganz gut aus, der neue. Wie nennt sich der Normaltrakt? Normalsicherheitstrakt. Sieht doch ganz schick aus, würde ich sagen, oder? Hier ist jetzt irgendwie keine Wache eingeteilt, warum auch immer. Machen wir mal zwei hin. Die sind da noch auf Tour. Und ich verkaufe noch eben das Holz hier. Was ist denn das alles hier? Baumstumpf kann man wegwerfen. Das Fenster brauchen wir noch. Baumstumpf wegwerfen. Wer jammert da? Die neuen Gewangen. Ja, erstmal durchsucht werden. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ich das hier endlich mal hinkriege. Und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.